Herzlich willkommen zum Wort für den heutigen Tag. Wir haben als Familie neulich mal den alten Zeichentrickfilm Aladdin angeschaut. Ich weiß nicht, ob ihr, ob sie den kennt von Walt Disney. Da wird dieses Märchen aus Tausend und einer Nacht erzählt von Aladdin, der die Wunderlampe findet. Und dann hat er drei Wünsche frei. Und in dem Film wünscht er sich dann, ein reicher und mächtiger Prinz zu werden, damit er das Herz der Prinzessin erobern kann. Stellen Sie sich mal vor, wie das wäre, einen Wunsch frei zu haben. So ganz frei. Was würde ich euch wünschen? Im Lotto zu gewinnen? Eine große Villa zu haben? Ein Prinz oder eine Prinzessin zu werden? Würdet ihr euch wünschen, dass Corona endlich vorbei wäre? Oder dass der Betrieb nicht insolvent gehen müsste? Vielleicht würdet ihr euch wünschen, dass ihr überhaupt nicht krank werden würdet. Oder dass jemand, den ihr kennt, der im Krankenhaus liegt, wieder gesund wird. Vielleicht auch, dass ihr euch vertragen würdet mit jemandem, mit dem ihr ganz verkracht seid. Dahinter steckt letztlich diese Frage, was macht mich im tiefsten glücklich? So wie Aladdin, der dachte, wenn er erstmal ein mächtiger und reicher Prinz ist, dann kann er das Herz seiner Prinzessin erobern. Und so denken wir, dass größerer finanzieller Wohlstand oder Gesundheit oder Beziehungen, dass all diese Dinge uns im Tiefen glücklich machen und zufrieden machen. Heute steht im Losungsbüchlein der Bibeltext für den heutigen Tag aus dem ersten Königebuch. Und da geht es auch um einen großen Wunsch, den jemand frei hat. Ein Wunsch bei Gott. Und es ist der junge König Salomo, dem Gott einen Wunsch schenkt. Ich lese den Vers mal. 1. Könige 3. Der Herr sprach zu Salomo, bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sprach, du wollest deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, dass er dein Volk richten können und verstehen, was gut und böse ist. Bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sagt, du wollest deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, dass er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Salomo hat einen Wunsch frei. Er bittet aber nicht um Reichtum und um Macht oder um Tod seiner Feinde oder um ewiges Leben, sondern er bittet Gott um ein gehorsames, ein gehorchendes, ein hörendes, ein weises und verständiges Herz. Ein Herz, das versteht, was Gutes und was Böse. Ein Herz, das weiß, was das Richtige ist zu tun. Ich muss daran denken, dass gerade in dieser Corona-Zeit es gar nicht so einfach ist, zu wissen, was das Richtige ist. Wir haben jetzt gerade mit Freunden gesprochen und da kam immer wieder dieses Thema auf, dass es im Moment gar nicht leicht ist, so den richtigen Kurs zu fahren zwischen vorsichtig sein, aber doch locker sein. Das ganze Land überlegt im Moment, wie vorsichtig, wie abgegrenzt müssen wir sein, aber wo können wir lockern? Was ist schon zu locker? Was ist aber noch zu vorsichtig? Wir brauchen ein weises Herz, um zu erkennen, was ist der richtige Weg. Jetzt beginnen langsam wieder mehr die Wahlkampfthemen für die Kommunalwahlen. Man liest in den Zeitungen, wie die eine Partei das sagt und die andere Partei sagt das. Es gibt so viele Meinungen und auch da ist es nicht so leicht zu erkennen, was ist der richtige Weg? Was ist der weise Weg? Brauchen ein Herz, das weise ist, was erkennt, was ist das Richtige. Noch in der Familie, auch da gibt es so viele Meinungen, es gibt so viele Möglichkeiten. Was ist für die Kinder gut? Wie streng müssen wir sein? Wie locker dürfen wir sein? Was ist da der richtige Weg? Ist gar nicht so leicht. Wir brauchen ein weises Herz, auch im Alltag. Jeden Tag, bei all den Fragen. Und Salomo weiß, dass es wichtig ist, weise zu entscheiden. Und Weisheit schenkt Gott. Wem es an Weisheit mangelt, der bitte Gott, der jedermann gerne gibt. So heißt es im Jakobusbrief. Gott schenkt Weisheit. Wir dürfen ihn bitten. Und er gibt gerne.
Könnte es sein, dass das der Weg zum Glück ist, der Weg zur Zufriedenheit, ein Herz von Gott zu erbitten, das weise ist, das auf diese leise Stimme der Weisheit hört, das dann erkennt, was Gutes und was Böse. Das kann nur Gott. Nur Gott kann uns schenken, zu erkennen, was richtig ist und was nicht richtig ist. Und ich möchte diesen Vers aus den Losungen heute zum Anlass nehmen, um wieder neu Gott zu bitten, mir ein weises Herz zu schenken. Vielleicht schließt du dich ja einfach mir an. Mal sehen, was sich dadurch heute im Tag verändert. Dazu fällt mir ein kleines Gebet ein, mit dem ich schließen möchte. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Herr, schenke mir ein weises Herz. Amen. Gott segne Sie heute.